Josef, Gratulation zu deinem ersten Weltcup-Sieg. Kann man mit sowas rechnen? Ich glaube, sowas kann man nie planen. Ich meine, das müssen so viele Dinge zusammentreffen: Ski, Stöcke. Und mein, das hat einfach alles gepasst heute. Die Ski waren top, der Stock hat gehalten, der Mann ist gelaufen. Ja, top. Du hast vom Start weg dominiert, den Prolog gewonnen, deine ganzen Hits bis zum Finale gewonnen, mit einer Dominanz, die seinesgleichen sucht. Woher hast du die Kraft heute genommen? Ja, gute Frage. Ich meine, wir haben gut trainiert dieses Jahr. Es war ein klasse Sommer. Es hat brutal viel Spaß gemacht. Im Vorhinein haben wir gedacht, mit dem Frauenteam ist es vielleicht nicht so gut, aber es hat im Nachhinein eigentlich herausgestellt, dass es uns ja einfach brutal viel Spaß gemacht hat. Und die Tests waren eigentlich immer positiv. Und ja, gut, man mit so wie heute kann man nicht rechnen, aber dass vielleicht weit nach vorne geht, das war uns klar, aber dass es so weit geht, das war nicht klar. Bist du ins Finale mit einer gewissen Aufregung gegangen? Hast du gesagt, ja, jetzt wenn ich stürze, ist alles wieder dahin? Na gut, die Aufregung ist klar, die ist da, die Spannung, die brauchen wir wahrscheinlich auch. Es ist leider ein bisschen die Angst dann gekommen im Finale, das, was ich eigentlich vermeiden wollte, dass irgendwie, es hat eigentlich keinen Grund gegeben, Angst zu haben, aber ich habe es ein bisschen gehabt, das ist vielleicht nicht so gut, aber es hat trotzdem gereicht. Jetzt hast du bei der ZTLK eigentlich schon angedeutet, dass du heuer gut drauf bist, hast die beste Zeit im Rollskirennen gehabt, über die 15 Kilometer. Ist das das, was dir vielleicht letztes Jahr noch abgegangen ist, also diese Beständigkeit oder diese Ausdauer dann eben über die längeren Strecken? Ja gut, ich habe ja letztes Jahr in Düsseldorf auch schon mal Zweite gehabt und in der Grünsk Bestzeit. Und es wird hinten raus, haben mir die Körner dann ein bisschen gefehlt. Und ich denke mir, dass es einfach von Jahr zu Jahr besser wird. Ich hoffe es zumindest. Und heute ja, heute alles passt und dann ist sowas rausgekommen. Was sind deine nächsten Ziele jetzt? Na gut, das nächste große Ziel ist einfach jetzt einmal die Vorbereitung. Das ist eigentlich das Wichtigste jetzt noch für die kommenden Wettkämpfe, dass es gut läuft, dass ich gesund bleibe und dann die ganzen Weltcups, wo es einfach sind. Sind Distanzrennen ein Thema für dich? Ich denke schon. Ich meine, zur ZTLK, was du gesagt hast, war ich der schnellste Distanzläufer und ich werde es sicherlich versuchen. Wenn es da gut läuft, dann werde ich da laufen und soll es nicht laufen, dann werden wir weiter am Springen konzentrieren. Okay, viel Glück. Danke dir. Danke.